Was ist denn los? Die Polizei hat wohl den Strand gesperrt. Da soll eine Leiche liegen. Daddy! Eine kurze Stellungnahme zu einem Vorfall heute Morgen. Es wurde am Strand ein 11-jähriges Kind tot aufgefunden, am Harbor Cliff. Wieso hast du nicht gesehen, dass er nicht im Bett liegt? Wieso hast du nicht nachgesehen? Wir können Dannys Tod nicht als Unglück betrachten. Meinen Sie, dass auch andere Kinder in Gefahr sind? Weiß nicht. Wir sind von Trauer ergriffen, aber niemals von Gott verlassen. Brillant. Wir müssen versuchen, dass wir ein Außenstehender zu sein. Ich bin kein Außenstehender und will's nicht sein. Sie müssen objektiv sein, sonst sind Sie hier falsch. Wenn ich einen Artikel über die Sache schreiben will, muss ich die Einwohner hier verstehen. Wo waren Sie in der Nacht, als Danny getötet wurde? Erklären Sie mir, wieso diese Frage relevant ist. Erklären Sie mir, wieso nicht. Willst du mir vielleicht irgendwas sagen? War alles okay mit Danny? Wonach fragen die? Niemand weiß was. Lass uns fahren. Ich empfange Botschaften aus dem Jenseits. Danny will, dass sie wissen, dass es ihm gut geht. Wieso erzählen Sie mir das? Weil ich helfen kann. Ich kann helfen. Wenn Sie aus Ihrer Sicht erzählen, was Sie empfinden, wird das jede Mutter ansprechen. Auch wenn es dir nicht gefällt. Ungeschehen machen lässt sich's nicht. Deswegen lässt du mich in Ruhe. Und ich sehe sie noch einmal hier, dann bringe ich sie ins Gefängnis. Siehst du den Van? Da ist eine Armbrust drin. Und das meine ich voll ernst. Komm meiner Familie wieder in die Quere und ich brech dir alle Knochen. Zieh deine, verschwindet, los! Ich hab dich aus dem Polizeirevier geholt. Erst wird das Leben dieser Leute zerstört und dann macht unsere Stümperei es noch schlimmer. Dein Gott hat meinen Sohn sterben lassen! Du bist mein Sohn und ich war nicht für dich da. Ich verspreche Ihnen, wir werden die Person, die dafür verantwortlich ist, finden.